Was geht ab, ihr Zocker? Und willkommen zu einer weiteren Runde Hood Outlaws and Legends hier mit der guten Marianne. Und ihr habt es am Titel schon gelesen, wir wollen heute den Busch-Sniper-Bild spielen. So, der gute Busch-Sniper-Bild. Sprachen lernen, Bubble. Deutsch hat wieder durchgespielt an der Stelle. So, der gute Busch-Sniper-Bild, den spielen wir natürlich so. Ich persönlich spiele dann Bolzenbelter, dann habe ich ein bisschen mehr Kugeln oder mehr Pfeiler in der Armbrust. Ist schon mal geil. Wenn ihr das noch nicht habt, ist jetzt auch nicht so schlimm. Es geht eigentlich mehr hier um den zweiten Perk. Das ist die verschleierte Gefahr. Wenn du in einen Busch hockst, verursachst du erhöhten Fernkampfschaden und die Fähigkeitsleiste wird schneller wieder aufgeladen. Das heißt also, wir kriegen unsere Ulti schneller und wir können einfach im Busch mehr Schaden machen. Wer hat sich so eine Scheiße ausgedacht, Alter? Das ist schon geil. Es ist Böses im Busch. Was? Böses? Da lauert wirklich Böses im Busch. Aber wirklich. So, als dritten Perk ist eigentlich scheißegal. Wer will, verbesserte Form. Ich bin da jetzt nicht so der Fan von. Im Einzelschuss schon geil, wenn man auf Headshots geht. Muss man ganz ehrlich sagen. So, ich spiele aber dann lieber stiller Mord. Tja, und dann gehen wir direkt mal in die Partie rein hier. Irgendwann später. Oh, jetzt laufe ich auch mit dem laufenden Spiel bei. Was ist das denn? What the? So, jetzt haben wir auf jeden Fall eine Runde gefunden und schon wieder einfach beschissenes Team, Mann. Dreimal Marianne. Warum? Warum kann ich nicht einmal? Ach, ich wäre dafür, dass es mal Charakterlimitierung irgendwann gibt. So, dann wollen wir mal gucken. So, und dann mit dem Busch, schönen Busch-Sniper-Bild. Wir gehen jetzt hier ran und... Headshot! Gut, das war jetzt nur eine Guard, aber trotzdem... der funktioniert ganz schön. Jetzt Double-Kill-Kombo. Habt ihr Husten, Jungs? Komm, ich brauche ein paar Armbrustschützen. Jawohl. Schön meucheln. Und so muss das sein, Bruder. So muss das sein. Nicht rum. So. Diebstahl! Haha, mit den Schlüssel. Den haben wir schon mal. Auch noch hier, perfekt. Och nein, Jungs, ihr sollt nicht angreifen. Ah, danke, dass ihr mich verpetzt habt. So, schön den Stein schmeißen. Die machen wir auf. Ah. Ey, das läuft irgendwie zu gut. Turbo-Eule 84. Na toll, Alter. Ich will ein Busch-Sniper-Bild zeigen und hab hier nirgendwo einen scheiß Busch. Mein Blatt, komm. Oh Gott. Weißt du, es gibt so viele Möglichkeiten, John OP zu machen, ne? Und wir bekommen natürlich einen John, der das nicht kann. Ich hasse sowas. It's a trap. Ah! Scheiße. Ey, scheiße. Mistig. Da, was ist denn das für eine geile Lobby? John, geh weg da! Okay, der assassiniert den einfach von der Seite. Der sticht die Luft ab und der spürt den Schmerz. Also Tuck ist wirklich mit seiner Umgebung verbunden. Das muss man fairerweise sagen, ne? Ohne Scheiß, dafür, dass wir drei Schützencharaktere haben, läuft das zu gut. 12 Sekunden später. Fatality. Oh, was? So viel dazu. So, jetzt gehen wir hier schön in den Busch rein. Enemy spotted. Au! So, schieß auf die Variade. Oder erst den Robin. Oh, Heddy! Alter, der Busch. Ne, das ist schon OP. Geil. Oh, jetzt ist mir die Arrows aber ausgegangen. Genau deswegen spielen wir natürlich die erhöhten Punkte. Bam. So, können wir auch mit dem Einzelschuss schön Damage drücken. Ich merke gerade auch, so ein Einzelschuss-Perk ist schon geil. Und Truhe platziert. Alter, ist das geil. Ich liebe diesen Busch-Sniper-Perk, ne? Warum muss ich eigentlich winden? Headshot. Scheiße, der war da oben. Ey, die winden alleine, das muss man sich mal geben. Boah, Bruder, Alter, du fuckst mich gerade ab. So, weg mit dir. Wieder Böses im Busch. Oh, er hat's abgeblockt. Halt durch Marianne. So, den müssen wir jetzt mal so ausschalten. Oh, er ist weg, Jungs. Hau ihn weg, komm. Danke. Los, stell Winde mit. Komm, komm, komm. Ja, aber. Nein, jetzt ist wieder Alucard da oben, ne? Oh, komm her, Ritter. Brauch ich auch nicht. Stech dich jetzt ab, Bruder. Greif ihn doch an! Oh, Junge, Junge, Alter. Immer diese knappen Frequenzen. So, hinten im Busch. Schön den Mystic anvisieren. Angetet. Oh, der wird ja gemolcht. What the hell? Hä? Ach so, da hat die getankt. Danke.
Weg weiter, Junge, wir gewinnen. Ja, 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 komm, komm. Ja, Mann. Runde gewonnen, aber wir brauchen jetzt mal eine Map, wo es mehr Büsche gibt, Alter. Ich muss zugeben, dieser Busch-Sniper ist schon cool. Ihr habt ja gesehen, schon so mittendrin war das schon geil. Das Spiel hat so viele geile Sachen. Und jetzt passiert so ein Scheiß. Ah, Neustart. Seht ihr, das ist mein Problem, warum man mit Hood Outlaws and Legends niemals alleine geilen Content aufnehmen kann. Seht euch diese Truppe einfach an. Seht sie euch an. Das sind vier Schützen, Mann. Die gehen höchstens auf den Sack und ziehen das Spiel in die Länge. Die kriegen doch niemals im Leben die Scheiße hoch, wenn da keine Noobs im Gegnerteam sind. Ach du Scheiße, Mann. Nee. Oh, der Robin ist aber gut. Ich nehm schon, Junge. Uah, Assassin's Creed Vibes. Och, Jungs, Alter, ich hasse es, ne? Zwei Robin Hoods, eine Marianne. Schon unbekannt. Ach ja, habt ihr gut gemacht. Nehmen wir den Weg nach oben. Ja, komm, Tuck, hoch, hoch, hoch. Ah, hast du gefurzt? Uah, ekelhaft, Alter. Alpengrütze, was hast du eigentlich gegessen? Auch ein bisschen Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. Nein, ich meine heute Morgen. Na, ein bisschen Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. So, machen wir hier mal die Tür auf. Wer hat's gar nicht gemerkt? Wie geil ist das denn? Au! Alter, was ist das denn? Ich häng fest! Ist das dein scheiß Ernst? Ich bin festgebackt. So viel zu dem Moment der Überraschung. Ach man, ich wollte doch nur den einen nehmen. Ach man, es ist doch behindert. Und was macht denn der Elfame da hinten an der Brücke? Der denkt schon im Voraus wahrscheinlich. Elfame, Level 29er Robin, denkt sich so... Ich werde die Brücke verteidigen, Bruder. Neue Chance, neues Glück. Uibu! Ha! Oh, den hat er kommen sehen. Ich brauche einen Busch. Hm, na? Den willst du jetzt fertig machen, hä? Komm, ja. Hier glitscht nichts mehr weg. Oh, fuck. Keine Ausdauer mehr. Au. Ich hab gegen sie gechoked. Nein, nein, Alter. Das gibt's nicht. Hab ich gechoked. Hab ich gechoked. Pupi Germany hat mich getötet. Ja, man merkt, ohne Büsche kann ich nichts. Was ist das wahr? So, wir bleiben jetzt hier im Busch und warten, bis er dann die Ruhe geht. Au. Ne, ich bleibe im Busch. Der Busch, Alter, der macht's, Alter. Ich sag's euch. Der Busch ist das, was ich mache. Eigentlich wollte ich die Truhe beschützen. Die Truhe bleibt bei ihr. Oh Gott. Jetzt choke ich. Ah, endlich, Alter. Wieso habe ich so reingechoked? Also ich meine, ich möchte mich jetzt nicht geil aussehen lassen, ne? Aber das sieht ja eher aus wie so ein Nahkampfmatch. Das hat eher was mit Wrestling zu tun, als mit alles anderem. Nein, 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 nein. Nicht doch, Mann! Mein Teammate haut mir den Sheriff in die Fresse. Das kannst du dir nicht ausdenken. Aber ich muss zugeben, die Runde ist lustig. Also es macht schon Spaß. Ne, Fame. Was ist an dir Fame? Ey, der steht jetzt die ganze Zeit am Busch, ne? Wir helfen einmal. 20 Minuten später. Erster ist da. So, gehen wir in den Busch. Ja, natürlich ist sie jetzt aus Reichweite. Und ich hab sie. Perfekt. So, wir gehen jetzt hier in den Busch rein. Loser. Ach, scheiße, der ist mir gekommen. Ja gut, gehen verprügeln. Ich muss ihm nur Deckung geben. So, wir gehen mal nach links in den Busch. Laden auf. Feuer! Angittet. Oh, da bin ich aber ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Superman Punch! Und wir haben sie. Natürlich ist der Sheriff jetzt hier, ne? Das gibt es nicht. Das ist wirklich eine Runde. Die sucht ihresgleichen. Gehen wir in Deckung. Tadam. So, haben wir schon Damage gedrückt. Oh no. So, haben Munition. Dann gehen wir hier rein. Au. Wow, wow, wow. Nicht doch mal, Alter. Ich will nicht nochmal gechokeslampt werden. Nein, danke. Ey, Elfame, du bist echt einer der schlechtesten Spieler, die ich je gesehen habe. Hi, how are you? So, weg mit dir. Zack. Alter, du bist nicht der Busch-Sniper. Ich bin der Busch-Sniper. Komm her, Robin Hood. Und zack, so schnell geht das, Alter. So schnell. So, einmal smoken. Hoffen, dass das funktioniert. Elfame ist sowieso für nichts zu gebrauchen. Junge, der rennt dir hinterher. Gut gemacht. So, normalerweise dürfte mir nichts passieren, solange der Rauch da ist. Und ich bin assassiniert. Es ist nicht mehr... Elfame, mach was! Ihr müsst euch das mal vorstellen. Ihr müsst euch das echt mal geben. Dieser Elfame hockt nur im Busch, macht nichts. Ne? Er schafft einfach nichts. Er kriegt nichts gebacken. Das Spiel ist zu intelligent für ihn. Man merkt das einfach. Ne? Einen auf der Winde schießen. Nö, warum soll man das denn machen? Ist ja sinnfrei. Ich sag euch, guckt euch den Robin Hood mal an.
Ja, kann's vergessen. Oh, Bruder, war das knapp. Ja, nix, what the fuck. Schnell, tuck, 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 Alter. Verpiss dich, Alter. Gib mir Deckung. Headshot. Gut gemacht, Junge. Oh. Bruder, Alter, der Busch-Sniper-Bild, der ist schon geil. Ne? Muss ich sagen. Also der Damage-Busch, der ist schon übel, Alter. Und dann, wenn du Headshots verteilst, so massiv. Ah, komm, du hast aber gut gespielt, Püppi. Das war's jetzt mit Hood, Outlaws and Legends, dem Sniper-Busch-Bild. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr trotzdem gerne ein Like da lassen. Dann abonniert diesen wunderschönen Kanal, damit ihr keine Gameplay-Folgen mehr hier verpasst. Und ich sag es noch, tschüss, bis dann und habt noch viel Spaß beim Zocken.